vorher ihr Kotz unseren Rottweiler umgebracht. Und ich hab schon immer gesagt, das Ordensamt muss was gegen das Viech unternehmen. Na Carla, bist du ein bisschen blöd, das ist ja gar nicht möglich. Ich bin nichts blöd, blöd. Sicher geht, das war er. Ist an ihrer erstickt, wie es verschluckt hat. Also der Theaterverein Kainach wurde vor 28 Jahren gegründet von ehemaligen Mitgliedern der Landjugend. Glücklicherweise haben wir zu der Zeit einen Bekannten gehabt unten in Ligist, unseren Regisseur, der die Ausgestaltung der Stücke dann immer übernommen hat. Ja, werde ich machen. Keine Frage, alles klar. So eine Freude. Schöne Frauen, soll man nicht warten lassen. Nein. Die Stücke selbst sind immer lustig, weil wir stehen eigentlich dazu, dass wir sagen, die Leute sehen nur Schlechtes auf der Welt, wenn sie Nachrichten schauen oder Fernsehen schauen. Und da sollen sie sich bei uns wirklich gut amüsieren und herzhaft lachen. Ja, du weißt doch ganz genau, wie schlecht ich in letzter Zeit schlafen tue, ja. Ja, das stimmt, das hat deine Frau auch gesagt, wie unausgeschlafen, dass du immer bist, wenn du von der Arbeit heimkommst. Ja. Ein Geist versucht, eine Machenschaft von einer Politikerin zu unterbinden, mit Hilfe der Angestellten im Ratshaus und mancher Mitbewohnerinnen und Bewohner der Gemeinde. Und jetzt sagen Sie mir bitte, was wollen? Ich habe nicht ewig Zeit für Ihren Blödsinn. Ich bin der Geist des Rathauses und bin gekommen, um dich zu warnen. Ich persönlich möchte keine Bundespräsidentin sein in diesem Land, wo es immer schwieriger wird, Politik zu machen und nicht die richtigen Menschen zu haben, ist es natürlich nicht leicht. Mein Entschluss steht fest. Ich werde das Amt als Bürgermeisterin aufgeben und Bundespräsidentin werden. Ich bin selbst nicht Beamter, aber ich war eine Zeit lang auch im hiesigen Gemeinderat tätig. Das heißt aber nicht, dass wir so ähnliche Typen, die ich jetzt repräsentiert habe oder versucht habe, auf die Bühne zu bekommen, vorfinden. Sondern das ist eine reine fiktive Figur, sehr überzeichnet. Die sich nicht daran halten, sind ja herzinfarktgefährdet. Stell dir mal diese Hektik vor, wenn ihr die Mittagspause nacharbeiten müsstet. Ich bin eine Späteinsteigerin und genieße das eigentlich sehr, dass ich da so liebevoll aufgenommen worden bin, mache das seit ein paar Jahren mit großer Begeisterung und ja, es macht mir auch sehr viel Spaß. Ich plädiere auch immer dafür, dass ältere Menschen sich so ein Hobby zulegen, weil es wirklich ganz, ganz gut fürs Gedächtnis ist. Ja, dann wird's wohl stimmen, nicht wahr? Heuer war es sehr intensiv, dadurch, dass die Vorbereitungszeit sehr knapp gewesen ist. Wir haben immer wieder das Glück, gesundheitlich so weit dazustehen, dass wir dieses Projekt durchziehen können. Und das schon seit 27 Jahren. Jetzt hören Sie mal bitte auf mit dem Blödsinn. Ja? Wenn Sie nur gekommen sind, um mich zu verarschen, dann verweise ich Ihnen das Amtsgebäude, ja? Jeder, der irgendwie Lust verspürt, Theater zu spielen, darf sich gerne melden beim Theaterverein in Kainach und ist herzlich willkommen und wird immer wieder gerne aufgenommen. Ich habe das bei mir gemerkt, dass das wirklich eine ganz tolle Sache ist. Ja? Ich sage vielen herzlichen Dank für euer Kommen. Baba, grüß euch und kommt's gut an. Danke.